Hier spricht Ustra, willkommen zurück in Wonderland und natürlich hier bei City Skylines. Und unsere Stadt ist auf jeden Fall voller Stau und auch groß geworden in der letzten Zeit. Das hier scheint sechsspurig zu sein oder vierspurig. Ich würde mal behaupten, das sind sechs Spuren. Wir gucken mal, dass wir eventuell noch ein wenig bessere Straßenführungen haben. Und gleichzeitig habe ich auch einen Themenvorschlag von euch erhalten. Und zwar soll ich ein wenig über das Thema DLCs reden, also Downloadable Content. Vielen von euch sagt das wahrscheinlich was, denn das ist ja eigentlich der Aufreger der modernen Spieleindustrie. Ich sag jetzt mal, wer... Was ist das denn hier? Expo Center. Das hört sich doch gut an. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wo wir das hinbauen wollen. Aber wir werden es bauen. Irgendwann werden wir das bauen. Ja, es geht halt um die ganzen Dinge, die man da halt so kennt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wo fangen wir denn mal an? Spiel A kommt halb fertig auf den Markt. So ist meine offene Definition von DLCs. Kommt halb fertig auf den Markt. Und der Rest, der das Spiel eigentlich erst komplett macht, wird dann einfach als Download-Ware gehandhabt. Das ist meistens ziemlich scheiße. So, jetzt haben wir doch hier ein paar mehr Spuren, oder? Das ist meistens ziemlich scheiße und regt mich auch selber auf, denn gerade wenn man jetzt, wie in meinem Fall, Evolve zum Beispiel verfolgt hat, da gab es ja eine mega Schwemme von DLCs, obwohl das Spiel ja eigentlich auch schon 60 Eier kostet. Man weiß halt nicht, wo hört das komplette, oder wo fängt das komplette Spiel an und wo hört so ein... Oder wo hört das komplette, das normale Spiel auf und wo fängt das DLC an? Weil ich finde, oft sind halt Dinge überhaupt nicht fertig und es spielt sich so ein bisschen blöd. Das haben wir zum Beispiel, wenn man jetzt, ich will immer so viele Beispiele liefern, aber zum Beispiel bei den Sims hat man das halt. Man will halt, klar, man will natürlich bei den Sims... Mal eben hier gucken, dass wir auch einen Friedhof zusammenkriegen und so ein Blödsinn. Wir können den Friedhof ruhig hier hin machen. Ja, da haben wir halt das normale Spiel, was ich sag jetzt mal in einem kleinen Umfang halt das Spiel von Sims bietet. Und dann müssen wir auf einmal auf tausende von Add-ons warten, die einzig und allein nur dafür da sind, um Geld zu scheffeln. Zum Beispiel hat mich das so aufgeregt bei, jetzt, auch schon bei Sims 3 hat mich das so aufgeregt. Da hast du Sims 2 komplett gekauft, das ganze Ding. Und ja, ich weiß, irgendwann ist es, oder ist es auch umsonst auf Origin mit dem Code I Love Sims. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Aber auf einmal läuft es hier gut. Nicht so ganz. Und auf einmal kommt dann halt Sims 3 raus und du freust dich, yeah, geil, du kannst neue Dinge tun und Grafik und yay, moderneres Gameplay. Und auf einmal fängst du wieder ganz von vorne an und am Ende von Lied ist, wenn dir das Spiel wirklich gefällt, dann musst du die ganze Kacke wieder kaufen und theoretisch sogar nicht nur dasselbe, sondern genau das gleiche wieder kaufen. Und das finde ich einfach nur schade. Eventuell sollten wir... Die ganzen LKWs wollen ja wahrscheinlich auf die Autobahn, bevor ich gleich wieder zum Thema komme. Da müsste ich eventuell was anderes machen. Ich meine, die können zwar nur einbahn reinfahren. Eventuell muss ich die woanders reinfahren lassen.
Ja, das müssen wir tun. Bevor ich gleich mit dem Thema weitermache, haltet eure Gedanken fest. Moment. Aber wir müssen nämlich so in die Straße rein. Und dann könnte das nämlich hier noch Einbahnstraße werden. Sechsspurige. Und zwar genau in... Entschuldigung, sechsspurige Einbahnstraße. So, so nehmen. Das ist doch keine Einbahnstraße, wenn man nach da fahren kann. Irgendwas ist hier doch faul, Moment. Wir müssen das hier mal komplett ein bisschen mehr so. So. So, das sieht mehr nach Einbahnstraße aus. So, und schon ist das Chaos woanders. Wie finden wir das? Auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube auch etwas einfacher, weil viele, die hier reinkommen, die wollen wahrscheinlich hier hoch. Und die haben wenig am Hut. Man könnte auch diese Straße, ist sowieso noch eine, sie geht hier in beide Richtungen? Die geht rein und raus, jo. Das ist ja Quatsch. Normalerweise müsste die hier auch nur reingehen. Weil raus wollen die ja alle da. Oder? Naja, gute Frage, nächste Frage. Aber zurück zum Thema. Ja, und das ist halt... Ich finde, DLCs sind jetzt nicht unbedingt ein Betrug. Es kommt halt drauf an, was für ein DLC man gerade hat. Ich meine... Wenn ich jetzt von Sachen halt ausgehe, wie man bekommt halt... Ah, das ist halt schwierig. Was sind die Leute bereit zu bezahlen und was nicht? Ich bin zum Beispiel, wenn mir das Game gefällt, relativ tolerant und sage dann, ja gut, dann kaufe ich halt mir noch weitere Maps zum Beispiel oder sag jetzt mal andere Spielmodi. Es gibt ja die verschiedensten Ideen eines DLCs. Hier kommen wir ja nicht weit. Mit dem Friedhof. Wir bräuchten aber hier einen. Verdammt! Gefälle zu steil. Na, das ist ja auch kacke. Hier könnte man den Friedhof hinbauen. Einfach so mitten in die Wohnsiedlung. Das ist nicht so geil, finde ich jetzt. Lasst uns doch mal eben über das sprechen, was hier passiert. Und dann... Ich wollte eigentlich in Ruhe über das Thema sprechen, aber ihr seht ja, wie ich immer drauf bin. Machen wir mal eben so. Und dann so. Wenn wir dann da in den Friedhof machen, haben wir eventuell wieder mehr Zeit. So, und schon sind sie alle wieder glücklich, weil sie ihre Toten wegbringen können. Ich hatte das zum Beispiel bei Killing Floor. Da ist es halt so, na gut, für ein paar neue Charaktere, dann bezahlst du halt 1 Euro plus, wenn dir der Charakter gefällt und du das Game weiter unterstützen willst. Pff, ist das schlimm? Nein. Aber es ist schlimm, wenn man, ich sag jetzt mal, Spielinhalte, mit der vorher geworben wurde, wie zum Beispiel, oh, du kannst in diesem Spiel ein Flugzeug fliegen. Ja, und dann musst du, aber um mit dem Flugzeug fliegen zu können, extra DLC kaufen. Das finde ich einigermaßen, das finde ich scheiße. Und man sollte sich echt überlegen bei solchen Sachen. Will ich das Spiel überhaupt spielen? Manchmal hat man ja vielleicht das Glück, dass ein Kollege das Spiel schon hat und dann man das spielen kann. Oder man hat vielleicht das Glück, dass halt irgendjemand dieses Spiel besitzt, man da reingucken kann oder vielleicht eine Demo spielen kann oder halt sich im Internet genug, ich sag jetzt mal, Videos und Reviews und
Previews und wie das alles heißt, anzuschauen, macht, glaube ich, Sinn. Zum Beispiel ist es jetzt, was habe ich jetzt gesehen? Das ist so eine Art Xbox-Exclusive von EA oder so. Oder Xbox Direct oder Live oder? Nee, Live heißt es sowieso. Direct heißt es, glaube ich. Irgendwas mit Direct. Da ist es halt so, für 3 Euro kann man immer so 10 Stunden die neuesten Spiele spielen. Also man bezahlt 3 Euro im Monat und alle Spiele, die angekündigt werden, da kann man so 10 Stunden Probe machen mit einem vollwertigen Account. Da kann man sich das wenigstens so ein bisschen selber angucken. Das finde ich nicht schlecht. Weil ich einfach sage, okay, man hat wenigstens die Chance. Klar, natürlich ist es wieder mit Kosten verbunden, aber man hat wenigstens die Chance, mal selber reinzuschnuppern in das ganze Produkt. Und das ist ja auf keinen Fall eine schlechte Sache. Klar, DLCs ist immer schwierig. Ich glaube auch, dass das nie eine geile Sache ist. Ich glaube einfach, das Potenzial der Spiele heutzutage, ich bin ja schon ein bisschen älter, das ist, manchmal sind die Konzepte der Spielemacher immer so ein bisschen reduziert und eigentlich sieht man dann nur Spiele, die man schon, ich sag jetzt mal, die man nicht zum ersten Mal gesehen hat und wo das Spielprinzip auch nicht unbedingt neu ist, wo man denkt sich so, ah, das habe ich aber schon mal gesehen und da hieß das Spiel, keine Ahnung, Pusemuckelhausen verbrannt in der Ewigkeit und jetzt heißt das Spiel einfach verbrannt in der Ewigkeit, Pusemuckelhausen, jetzt einmal nur als Beispiel. Dann fragt man sich schon, was manche Spieleindustrien heutzutage noch taugen. Ich sehe das halt immer wieder, wenn irgendein Game extrem gehypt wird, zum Beispiel auf Steam oder so in der Werbung, wenn ich jetzt sehe, oh ja, weiß ich nicht, dieses MMO ist das neueste und tollste MMO und dann guckt man sich das an. Ich hatte jetzt in der frühen Vergangenheit so ein Thema und auf einmal weißt du ganz genau, dieses Spiel, das hast du schon, sag ich jetzt mal, anders erlebt. Und das heißt jetzt auf einmal nur anders. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte da keine gerade dran schmeißen, egal. Und das heißt jetzt einfach nur anders. Oder ich sag jetzt, ist jetzt so ähnlich oder sehr, sehr ähnlich wie ein Spiel, das du schon kennst. Und das ist jedes Mal so grausam. So, jetzt haben wir den Verkehr, glaube ich, nochmal eine andere Richtung gegeben. Jetzt können nämlich die Leute, die auf die Autobahn wollen oder theoretisch weg wollen aus dieser Stadt, können das jetzt auch oben rum machen und die Müllabfuhr kann schneller in dieses Gebiet eindringen. Haben wir das clever gelöst? Natürlich haben wir das clever gelöst. Das war doch keine... Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich ist das clever. Was für eine tolle Stadt. Na, geht so. Es ist eine sehr leere Stadt und kaum vollständig baut, sondern immer nur... teilweise bebaut. Ich hätte gerne die Wasserpumpen doch ein bisschen noch woanders. Ich würde die gerne verschieben, weil ich es ein bisschen zu laut finde an Geilhausen. Aber ihr wisst hoffentlich, obwohl es geht, ihr wisst hoffentlich, was ich meine und worauf ich hinaus will. Ich gehe immer meistens sehr unvorbereitet in die Sachen. Warum auch? Warum auch vorbereiten für ein Thema? Besser das Quatschen, was mir so in den Sinn kommt. Das ist echt schade, dass man hier keinen Park machen kann. Aber ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, der, ach du heilige Scheiße, der, kennt das Problem. Wir müssten irgendwie... Ah, ich weiß, was wir machen. Es gibt keine vierspurigen Einbahnstraßen. Wieso nicht? Verflucht seist du Leben, verflucht seist du Spiel. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Es ist halt, klar, die Firmen überlegen sich halt, wie sich jeder überlegt, der irgendwas verkaufen will. Upsa. Wie verkaufe ich es und wie kriege ich Leute dazu, mein Produkt zu kaufen? Und wie kriege ich dann, nachdem ich das Produkt verkauft habe, auch weiterhin Geld? Weil ich meine, das ist halt das Problem, was zum Beispiel Minecraft hat. Jetzt nicht an Spieleranzahl, sondern irgendwann dann als, ich sag jetzt mal,
langfristiges Problem. Wenn alle Spieler, wenn alle Menschen auf der Welt Minecraft besitzen, klar, dann hast du natürlich auch einen Haufen Geld gemacht. Aber wenn alle das Spiel haben, kannst du niemanden mehr das Spiel verkaufen. Ist ja wohl klar. Und da muss man sich halt überlegen, okay, wie kriegen wir noch Geld? Klar, dann bieten die Leute natürlich selber an, okay, wir bieten euch Server an. Oder wir bieten euch, Gebäude entleert sich. Gebäudeentleerung. Gebäude leert sich. Also nur das läuft. Okay. Klar, dann bieten sie Server an. Das macht ja auch Sinn. Ne? Und dann müssen sie halt gucken, wie sie wieder Kosten kriegen oder Geld reinkriegen. Und das ist halt schwierig. Da ist es aber noch... Oh, hier habe ich gerade... Ich habe hier keine Feuerwehr, ne? Doch, ich habe hier eine Feuerwehr. Aber die muss da komplett rum. Ach ne, das ist auf der Seite. Das ist ja okay. Ich sollte noch versuchen, hier noch mal eine Straße zwischenzuziehen. Einfach nur, weil ich es kann. Weil, glaube ich, viele Leute hier noch eine Straße haben wollen zu der Expo, die sich fast lohnt. Könnten wir bitte dieses Gebäude löschen? Und dann kann ich auch fast weiter erzählen. Man muss halt, klar, darum dreht sich die Welt und darum macht man ja auch ein Produkt, man will Geld verdienen. Ich meine, wenn du, ich sage jetzt mal nur ein blödes Beispiel, wenn du Löffel erfinden würdest, die niemals schmutzig oder kaputt gehen, die niemals schmutzig werden oder kaputt gehen, dann ist es doch wohl logisch, wo wollen die alle hin? Wo wollen die alle hin? Dann ist ja wohl logisch, dass, wenn jeder einen Löffel hat, dann kauft sich nie wieder jemand einen Löffel, weil das einfach unsinnig ist, weil du einfach keinen mehr brauchst. So, und das wissen dann halt alle. Ich weiß nicht, wo die alle hinwollen, frag mich nicht. Aber die zwängen sich hier wohl in den Industriezweig. Hm. Hier haben wir zumindest noch ein bisschen Platz, da können wir vielleicht die Straße etwas erweitern. Dann brauchen wir natürlich hier auch neue Firmen. Aber ich glaube, das lohnt sich. Oh, da kommt dann so ein Nadelöhr. Ein Nadelöhr. Weil da können wir hier ein bisschen mehr Kapazitäten und Leute aufnehmen. Da natürlich wieder nicht, weil sich das Gebäude da nicht mehr anschließt. Aber ich hoffe, jeder weiß zumindest, was ich damit sagen und berichten will. Man hat halt irgendwann ein Problem. Jetzt haben natürlich hier die Leute schon angefangen, Häuser zu bauen. Das sollten die noch gar nicht. Natürlich hat man irgendwann das Problem. Man hat einfach keine, keine Einnahmen mehr. Und dann muss man halt dicht machen. Und dann gibt es halt kein... Da gibt es halt kein Produkt mehr. Und dann geht man halt pleite als Firma. Ist das geil? Natürlich ist das nicht geil. Auf der anderen Seite könnte man auch versuchen, einfach neue Produkte zu entwickeln. Aber dafür haben ja auch viele Leute einfach Angst. Wie ich das jetzt mal so einfach mal aus meiner Leichtsinnigkeit raus sage. Ich glaube, viele Leute haben Angst, neue Produkte zu entwickeln, weil es halt eine Schwemme gerade an Produkten gibt, die mit Gaming zu tun haben. Man kann halt das Rad nicht neu erfinden, ne? Man kann halt nur versuchen, es anders aufzuspielen, das Spiel. Müssen die da rein? Ja, wahrscheinlich. Ich müsste noch ein paar Umgehungsstraßen machen für LKW-Wupdicks, die dann wirklich nur dazu da sind, die LKWs, weiß ich nicht, zur Autobahn zu bringen oder so. Wobei man natürlich auch hier auf die Autobahn fahren könnte, weil die kommen sowieso auf eine Autobahn raus. Aber das will ja wahrscheinlich auch keiner. Wobei mir gerade auffällt, wir haben keine Autobahnauffahrt. Wie kann das denn sein, meine Freunde? Wie kann das funktionieren? Ich war immer so aufmerksam. Ah, Schnaps. Schnaps. Okay, das müssen wir nochmal machen. Das sieht scheiße aus. So, jetzt müssen wir diese beiden nochmal verbinden. Naja, viel besser sieht es auch nicht aus. Aber jetzt können die Leute auch mit ihren LKW-Wuppdis da lang und müssen nicht mehr alle da hoch. Warum ist mir das vorher nie aufgefallen? Ah, wie dämlich, ne?
wenn die auf diese Autobahn wollen, in die Richtung, okay, dann müssten wir eventuell von hier aus. Jetzt ist richtig, jetzt wird's richtig, jetzt wird's richtig abenteuerlich. So, jetzt können sie nämlich von da aus auf beide Autobahnen drauf fahren. Haha! Gibt es jetzt hier Ampeln an der Autobahn? Wie ist das denn da gelöst? Ah, okay, das sind dann also irgendwann Zubringer. Okay, das muss ich unbedingt merken. Das machen wir eben noch zu Ende. Ah, das ist halt manchmal merkwürdig, dann das Thema Autobahnzubringer, 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 Autobahnzubringer. Autobahnzubringer, Autobahnzubringer. So, jetzt haben sie nämlich da nicht mehr die blöden Ampeln. Auf einmal wird auf einer sechsspurigen Straße ein Zubringer. Ja, warum nicht? Das kann sich ja kaum stauen. Stau ist kaum vorprogrammiert. Und hier sieht das natürlich auch wieder nach Chaos aus. Ist das schlimm? Nein, das ist genau richtig. Genau dieses Chaos will ich erreichen. Nun! Das ist zumindest erledigt. Und, oh Gott, hier müssen da so krass um die Kurve. Naja, werden sie schon schaffen, ich meine. Die wissen ja, dass dann da Autos rauskommen. Oder? Natürlich wissen die das. Und hier? Neuer Stau? Natürlich nicht. Jetzt ist alles schön. Auf einmal ist die ganze Situation des Staudaseins erledigt. Dieses Thema, habe ich das erfasst? Nein, habe ich natürlich nicht erfasst. Aber das ist schon in Ordnung. Abschließend ist einfach zu sagen, wenn man das Spiel unterstützen will, macht sowas natürlich Sinn. Aber wenn man schon am Anfang merkt, das Spiel ist irgendwie nur halb fertig und man weiß, dass noch viel mehr Kosten auf einen zukommen werden und das Game kostet irgendwie am Ende nicht die versprochenen 60 Euro für einen Volltitel, sondern gleich 120 oder noch mehr Geld, dann würde ich meiner Meinung nach die Finger von lassen, außer man hat wirklich, ist ein super Fan von dem Game und man, oder man ist einfach extrem überzeugt, dass sich das lohnt. Das dazu, das war der kleine Einblick in dieses Thema aus meiner Sicht und aus dieser Stadt. Ich hoffe, euch hat alles drumherum gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Daumen da, bis zum nächsten Mal. Ciao.